Mein Name ist André Fetzer, ich bin 50 Jahre alt, mache jetzt seit sieben Jahren schon Wing Chun. Für mich ist Wing Chun wichtig als Ausgleich in meinem Job. Ich arbeite als Produzent in einer Filmproduktion in Luxemburg, wo ich den ganzen Tag am Schreibtisch sitze. Und dann freue ich mich immer drauf, wenn ich zum Training kommen kann, montags und samstags, und mich dort einfach bewegen kann und Wing Chun ausüben kann. Das Besondere an Wing Chun ist für mich die Kombination aus Koordination, aus Kraft, aus Schnelligkeit, aber auch eine Verteidigungsart, die sozusagen verteidigt und angreift gleichzeitig. Das ist das, was mich sehr an Wing Chun begeistert. Ich erinnere mich noch an meine erste Wing Chun-Stunde, als ich hierher kam im weißen T-Shirt und um mich herum dunkelblaue T-Shirts, mittelblaue T-Shirts, schwarze T-Shirts, und ich dachte, oh Gott, die sind alle auf einer anderen Sphäre, auf einer anderen Ebene. Aber von Anfang an konnte ich mit allen Schülergraden trainieren. Das hat mir als Anfänger sehr geholfen, zu sehen, wo ich hin will. Und jetzt im blauen T-Shirt finde ich es immer wieder gut, mit niederen Schülergraden zu trainieren, um immer wieder zurückzukommen auf die Basics. Denn die Basics sind quasi das Wichtigste. Das sind quasi die Füße, auf denen wir stehen, und die müssen stabil sein. Und das Ganze hier in einer tollen Atmosphäre, in schönen Räumlichkeiten, die hell sind, die gut belüftet sind, auch genügend Platz haben. Wunderbar, ich fühle mich wohl hier. Wing Chun kann ich allen empfehlen, die Lust haben, sich zu bewegen, die Freude am Sport haben und die sich vielleicht sicherer fühlen wollen.